Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Legends. Wir haben in der letzten Folge das zweite Portal der Sporenhorde vernichtet, was bedeutet, dass nur noch dieses Portal hier übrig ist. Und genau um das werden wir uns in dieser Folge kümmern und hoffentlich dann heute auch die Pilzsporenhorde ein für alle Mal ausrotten. Okay, das da sieht mal wieder aus, als müssten wir mit Brücken arbeiten. Und da haben wir auch wieder diese komischen Riesenelefantenschweine. Das kann ja richtig witzig werden. Und da haben wir auch direkt was gefunden, wo wir andocken können. Dann bauen wir mal wieder... Nein, das ist keine Brücke, das ist ein Redstone-Werfer. Den brauchen wir hier gerade nicht. Wir brauchen eine Brücke da hoch. Jetzt werden sie noch härter kämpfen. Ja, ist schön, wenn die noch härter kämpfen. Aber wir werden natürlich auch hart kämpfen. Ich denke, wir werden fürs Erste keine weiteren Mobs spawnen. Ich glaube, wir nehmen unsere drei Ersten hier und zerstören erstmal so gut es geht die ganzen Anlagen hier, damit wir uns hier quasi langsam aber sicher hochbauen können. Oh Gott, wo kam das denn her? Ey, warst du das? Ach nein, der war das! Gut, Spawner down. Dann geht mal bitte hier auf den Disruptor. Lasst mich mal bitte durch. Danke sehr. Hier bitte drauf. Danke sehr. Oh Gott, ich habe ja kaum noch Leben. Das ist ganz schön kritisch, dass sie von da oben runterschießen können. Wartet mal, ich habe eine Idee. Der Disruptor ist down genauso wie ich. Das wird ein richtiges Problem, wenn die uns die ganze Zeit von oben abschießen können. Ich habe mal eine Idee. Bleibt ihr mal bitte hier und ich bräuchte vielleicht den Steingolem. Komm mal mit. Kriegst du das hin, das Ding da oben anzugreifen? Oh Gott, ich kann das nicht mal anvisieren, oder? Kann ich das? Ich kann es anvisieren. Bekommst du das hin? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Ich schätze mal, dann bleiben wir bei der guten alten Methode, Brücken zu bauen. Ich kann doch bestimmt hier hochbauen. Ja, das kann ich. Sehr schön. So, Leute, ihr kennt das Ganze ja. Zerstört einfach alles, was hier ist. Oh Gott, der kann mich doch nicht einfach da runterschmeißen. Na, Leute, wie sieht's aus? Komm schon, den kriegt ihr doch mal down. Wunderbar, dann geht's weiter. Oh Gott, zwei Disruptoren sind hier. Das ist ja richtig nervig. Leute, ihr macht das. Ich schaue mal. Können wir da rüber bauen? Ich glaube schon beinahe nicht. Oh doch, wir können da rüber bauen. Ich glaube, das wäre der bessere Weg. Wir könnten natürlich auch jetzt da direkt hochbauen. Aber ich glaube, den Weg, den wir gewählt haben, hier, der ist definitiv besser. Dann können wir auch direkt mal hier an die nächste Insel anbauen. Vielleicht kommen die Gegner dann auch runter und dann werden wir nicht die ganze Zeit vor diesem komischen Elefantendingens beschossen. Ich habe schon wieder unglaublich wenig Leben. Was machst du hier eigentlich? Ach, du zerstörst den Disruptor. Okay, damit kannst du ruhig weitermachen. Dann los, Leute. Lasst uns dieses Mammut da wegmachen. Und auf das Riesenvieh drauf. Zerstört es, schmeißt es da runter. Ich bin gleich tot. Kann man bitte jemand anderes noch arbeiten? Steingolem, was machst du eigentlich? Ah, du schmeißt. Okay. Ja, sehr schön. Ich schaue mir das von hier hinten an. Ihr kriegt das schon hin. Sag mal, triffst du überhaupt? Komm mal mit. Wir gehen da jetzt wieder näher ran. Schön wieder hier drauf. Komm schon auf das Ding. Macht es fertig. Oh Gott. Geht man einmal hoch und wird direkt beinahe getötet. Die stehen da aber auch schon wieder wie die Geier auf der Stange. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Die Brücke ist weg. Ich wüsste zu gern, ob unser Steingolem überhaupt Damage macht. Das sieht gar nicht so aus. Ja gut, irgendwie hat das nicht so gut funktioniert, wie ich eigentlich wollte. Bauen wir nochmal darüber und dann können wir einmal ganz kurz versuchen, da Damage zu machen. Vielleicht sollten wir doch langsam anfangen... Oh, wir können da ja gar kein Damage machen. Ich muss hier weg. Vielleicht sollten wir langsam anfangen, doch die kleinen Golems mit reinzunehmen. Ich glaube, momentan müssten Nahkämpfer ausreichen. Ich denke, ein paar Steingolem und das Ganze wird schon. Kommt schon. Bitte schafft es alle hier drüber. Ich habe keine Lust, dass es so wie immer endet. Ja, das sieht gut aus. Kommt schon. Kommt schon. Alle. Ja, wunderbar. Alle kommen mit. Dann mal los. Als allererstes besiegen wir dieses Schwein. Oh Gott. Hä? Wie ist das denn jetzt da hochgekommen? Okay, vielleicht besiegen wir das Schwein doch noch nicht als erstes. Dann machen wir auf jeden Fall diesen Turm hier weg. Der muss ganz, ganz dringend weg. Während ihr euch hier drum kümmert, schaue ich, dass wir einen Weg hoch zu diesem komischen Schwein da kriegen. Komm schon. Ich brauche einen Weg. Einen Weg. Ah, das wird ein bisschen schwierig. Der Turm ist weg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kumpel, wo willst du denn hin? Hallo? Keine Ahnung, was mit dem abgeht. So, Leute, kommt. Ich brauche euch ganz dringend. Ohne euch kriege ich da oben keinen Platz. Nein, bleib oben. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, wir fallen da runter. So, Leute, tobt euch hier mal bitte aus. Beziehungsweise greift einfach alles an, was hier in der Nähe ist. Ihr macht das schon. Ich komme gleich wieder. Oh, das Schwein ist wieder unten. Das ist unsere Chance. So, also, weg mit dem Ding. Das Teil muss sofort weg. Oh, das sollte ich vielleicht mal wieder nachbauen. Ich komme mal ganz kurz hier runter. So, die Brücke geht hier aber echt schnell kaputt. So, Leute, weiter geht es. Greift es an, vernichtet es.
Mach dem Ding den Gar aus. Ich muss langsam mal einen Weg hier hochfinden. Einmal mein das hier nehmen. Ja, ist okay, wenn der erste gefallen ist, aber erstmal muss das die Brücke da jetzt hin. Komm her! Oh Gott, ich bin tot. Hier sind viel zu viele Pfeile. Vielleicht brauchen wir für dieses Schweineteil auch einfach nur ein paar Creeper. Okay, meine Creeper. Na los. Springt dieses Ding in die Luft. Besiegt es. Sprengt euch. Ja, endlich ist es down. Gut, dann gehen wir weiter. Los, kommt schon. Meine großen ersten Golems. Ihr besiegt das Riesending da. Ich kümmere mich ein bisschen hier um diese Piglins. Runter mit euch. Ich schmeiß euch hier alle runter. Ihr habt hier oben nichts mehr verloren. Gut so, das Ding ist down. Dann kommt mal weiter mit, meine Freunde. Kommt schon. Wo ist der Stein? Ist der schon wieder runtergefallen? Leute, kommt einfach mal hier hoch und macht ein bisschen Lärm. Ich gehe mal ganz kurz den Stein suchen. Den Ziegel meine ich natürlich. Ah, wobei, mittlerweile könnte es wieder gehen. Ja, okay. Oder vielleicht doch nicht. Ich wäre prinzipiell dafür, dass wir jetzt einfach ein paar Creeper nehmen, da reinrennen und so viele Spawner wie möglich kaputt machen. Creeper, seid ihr noch da? Ja, kommt mit, Creeper, kommt mit. Ihr müsst da in die Mitte platziert werden. Los, greift einfach das Ding an und sprengt das andere Teil gerade mit in die Luft. Kommt schon, ich hoffe das. Ja? Und das andere Ding? Ja? Nein? Oh nein, die Creeper haben es nicht mehr geschafft. Aber unser Erster kann das noch machen. Ich gebe dir Rückendeckung, so gut es geht. Und schon, Leute, ihr müsst hier weg. Ich brauche euch nicht. Unser Erster muss das Ding noch kaputt machen. Kannst du mal bitte dein Schild hochfahren? Ich habe nämlich ein bisschen Probleme. Komm schon. Nein! Irgendwie ist diese Festung richtig anstrengend. Also, die Aktion mit den Creepern kann man jetzt so oder so sehen. Vielleicht ist die etwas misslungen, vielleicht aber auch nicht. Ich würde jedenfalls behaupten, dass wir eine solide Basis gebaut haben da oben, auf der wir aufbauen können. Das heißt, wir verschaffen uns jetzt eine Armee, mit der wir halbwegs was erreichen können. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir schon Damage gemacht haben. Dann würde ich sagen, beenden wir doch einfach mal das, was wir angefangen haben. Dieser Spawner muss weg, Jungs. Ganz schnell, macht das Ding fertig. Was macht denn mein Holzgolem da unten? Schön, dass der Steingolem da unten ist, aber der kann sich das auch leisten. Na los, Leute, kommt weiter. Wir machen den Spawner da auch noch fertig. Der muss weg. Wir brauchen hier mehr Freiheit. Wir bekommen hier nur Handlungsspielraum, wenn wir die ganzen Piglins ausschalten. Und ohne Spawner kommen keine Piglins nach. Jetzt muss ich aber dringend mal die ersten Golems hier hochholen. Das kann man ja nicht angehen. Leute, was macht ihr denn da unten? Ihr gehört da gar nicht hin. Wehe, ihr schubst euch jetzt gegenseitig runter. Kommt jetzt mit hoch, ihr drei. Ich brauche euch hier oben, nicht da unten. Kommt schon, kommt schon. Ja, so ist's fein. So, ihr drei kümmert euch mal bitte um diesen Turm. Der nervt nämlich. Oh, ich werde hier schon wieder... Warum kann ich mich denn nicht bewegen? Das ist ja grässlich. Oh Gott, wo sind denn alle unsere Golems hin? Das ist ja mal schlecht gelaufen. Ich glaube, wir brauchen einfach nur ein paar mehr Golems. Dann wird das schon. Gut, versuchen wir es dieses Mal von der anderen Seite. Sind alle hier oben? Ich bräuchte auch die ersten. Bitte kommt. Ja, da kommt einer, zwei. Naja, wir müssen es mit dem versuchen, was wir haben. Ich gehe das Holzteil einfach holen. Wo ist die Eiche? Sag mir jetzt nicht, dass die Eiche runtergefallen ist. Oh doch, die Eiche ist runtergefallen. Hey, na, was geht? Komm du mal bitte mit. Oh, wir müssen uns beeilen. Unsere Golems verschwinden. So, hier sind wir wieder. Und wir haben nur noch 12 Golems von den übrigen 32. Das lief ja echt mega. Gut, dann bitte den Spawner hier weg. Der muss ganz schnell weg. Was macht denn da wieder eines von diesen Mammuts? Das ist ja... Ja, passiert. Der eine Holzgolem war nicht da. Okay. Wir müssen beim nächsten Mal echt aufpassen, dass der nicht runterfällt. Meine Güte, wie schnell verschwindet denn hier das Leben? Das ist ja unfassbar. Ich glaube, ich gebe der Creeper-Idee mal noch meine Chance. Da sind nämlich viel zu viele Türme und Spawner. Die müssen so schnell wie möglich down gehen. Und ich habe das Gefühl, mit den Creepern sollten wir das hinkriegen. Zumindest sieht das da nach einer eindrucksvollen Armee aus. Oh, und wir sind sogar schon bei 90% Schaden. So, Leute, kommt. Eigentlich kann ich euch auch... Komm, ich stelle euch einfach direkt vor das Portal. Was müssen wir denn hier noch groß rumdenken? Geht da hoch und explodiert, Creeper. Na los, explodiert. Warum wollt ihr nicht explodieren, Creeper? Ja, Creeper. Ziel fokussieren, explodiert, alle, los! Ja! Oh. Noch eine letzte Anstrengung. Das Portal wird fallen. Das nenne ich einen effektiven Angriff. Das Portal ging ja mal richtig schnell down. Das sollten wir öfters machen. Kommt schon, Golems, die 7% da könnt ihr jetzt auch noch wegmachen, die 5. Wir lassen das einfach so. Das hatte ich zwar eigentlich nicht im Kopf, aber hey, beschweren tue ich mich ganz sicherlich nicht. Steingolem, komm! Schmeiß noch einmal, du schaffst das. Wenn du schmeißt, ist es vorbei. Komm schon. Jawohl. Oder doch noch nicht. Noch 1%, du musst noch einmal schmeißen. Ich beschütze dich, komm schon. Na los.
Oh, das wird unserem Freund hier, glaube ich, gar nicht gut gefallen. Ist der jetzt satt? Das sieht auf jeden Fall aus, als würde er zu uns spielen kommen. Wie bitte? Okay. Hast du das gespürt? Ich habe es gespürt und ich glaube, ich rieche es auch. Der Verschlinger hat den Nether verlassen. Er ist hier. Ah, da ist er also. Das ist ja eine komplett neue Festung. Gut, ich würde behaupten, um die Festung und um den Verschlinger kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Das mit den Creepern müssen wir uns definitiv merken. Das hat verdammt gut funktioniert. Naja, dann können wir dem Verschlinger nächste Folge ein paar Creeper in den Rachen werfen. Dann war es das scheinbar doch noch nicht mit der Sporenhorde. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir den hier bekämpfen. Ich meine, der ist ja jetzt nicht so mobil wie der letzte. Aber egal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.